Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Vertrauensvoll, warum es wichtig ist, rechtzeitig zu regeln, wer einen im Betreuungsfall vertreten soll. Geschmackvoll, wie Sie aus der Vielzahl von Kaffeemaschinen die richtige für Ihren Bedarf finden. Und stimmungsvoll, welche Trends Sie 2015 für die perfekte Advents- und Weihnachtsdeko kennen sollten. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Bevor wir in die aktuelle Sendung einsteigen, wollen wir noch unser gemeinsames Gewinnspiel mit den technischen Werken Schussental auflösen. Und zwar wollten wir von Ihnen wissen, wie viel länger brennt eine LED-Lampe im Vergleich zu einer normalen Glühbirne? Die richtige Antwort war 25 Mal. Und gewonnen haben Irma Derksen und Tanja Hofacker. Von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Nun aber zu den aktuellen Themen. Wer von uns hat sich nicht schon einmal darüber Gedanken gemacht, wenn man selbst oder wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird? Wer denkt, dass dann automatisch der aktuelle Lebenspartner oder die Eltern die wichtigsten Entscheidungen treffen, der hat sich leider getäuscht. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen gilt in Deutschland als Selbstverständlichkeit und kaum jemand will sich vorstellen, dass das einmal anders sein könnte. Doch ob im Alter, durch Unfall oder Krankheit, jeder von uns kann jederzeit ganz plötzlich pflegebedürftig werden und plötzlich sind wir nicht mehr in der Lage, unser Leben selbst zu bestimmen. Die meisten glauben, dass in solchen Fällen der Ehepartner oder ein naher Verwandter alle wichtigen Entscheidungen treffen darf. Ein Irrglaube. Der eigene Wille ist nicht automatisch rechtsverbindlich festgelegt. Nur durch eine sogenannte Vorsorgevollmacht können Entscheidungen im eigenen Sinne von einer selbst festgelegten Person getroffen werden. Wenn Sie es nicht machen, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie fremdbestimmt sind. Dass also eine fremde Person, ein sogenannter gerichtlicher Betreuer, über Ihr Leben entscheidet. Ja, der trifft natürlich entsprechende gesetzliche Vorgabe, die Entscheidungen, aber vielleicht hätten Sie es ganz anders gewollt. Und dementsprechend ist es wichtig, dass Sie diese Dinge rechtzeitig selbstbestimmt dokumentieren. Trotzdem geht ein großer Teil der Bevölkerung immer noch genau dieses Risiko für den Fall der Fälle ein, fremdbestimmt leben zu müssen. Experten raten daher, bereits ab einem Alter von 18 Jahren eine Vorsorgevollmacht abzuschließen. Tut man es nicht, können die Folgen schwerwiegend sein. Dann kann es oftmals sein, dass ich etwas erwarte, was entschieden wird und das einfach nachher der Bevollmächtigte nicht tun kann, weil ein Betreuungsgericht dazwischen geschalten wird. Und dann ist oftmals das Familienvermögen insgesamt gefährdet. Und nicht nur finanzielle Angelegenheiten, auch Entscheidungen bei Unfallfolgen, Krankheiten oder Altersleiden müssen klar festgelegt sein. Die Vollmacht muss anwaltlich oder notariell erstellt und schriftlich festgehalten werden, nur dann ist sie verbindlich. Vorsicht bei Unterlagen aus dem Internet, diese sind oftmals rechtlich nicht ausreichend. Mit dem Bevollmächtigten legen Sie die Person fest, die Ihr Leben managt und Entscheidungen für Sie trifft, die Sie selbst nicht mehr treffen können. Daher sollte es in jedem Fall eine Person des Vertrauens sein. Doch was, wenn sich die Lebenssituation ändert und man mit der bevollmächtigten Person plötzlich zerstritten ist? In dem Fall ist es wichtig, dass Sie Ihre Vollmachten und Verfügungen immer wieder aktualisieren. Es gibt professionelle Dienstleister zu diesem Thema, die Sie jährlich daran erinnern, hat sich in Ihrem persönlichen Umfeld was geändert, die Sie daran erinnern, jetzt hat sich gesetzgebertechnisch was getan, da sollten Sie gegebenenfalls Ihre Vollmachten anpassen. Wichtig außerdem, die Dokumente müssen dem Bevollmächtigten ausgehändigt werden. Zudem sollten Sie ihm einen Handlungsplan oder sogenannten Notfallplan an die Hand geben. Im Schnitt hat jeder Bürger rund 25 Verträge und Versicherungen. Da im Fall der Fälle sowieso schon eine große emotionale Belastung auf Betroffene und die Angehörigen zukommt, sollten die persönlichen Dinge mit Hilfe von Vollmachten einfacher regelbar sein und eine gesetzliche Betreuung verhindert werden.
Natürlich kann es im Einzelfall oder länderübergreifend unterschiedliche Regelungen geben. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich rechtzeitig mit einem Experten über das Thema Vorsorgevollmacht unterhalten. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp und wir läuten die Vorweihnachtszeit ein. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Ein Paradies ganz in Ihrer Nähe. Traumhafte Ausstellung, kompetente Beratung und 3D-Badplanung. Die etwas andere Art des Einkaufs. Fliesenparadies Lindau. Fliesen und Parkett im Dreiländereck. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Sie träumen von einer eigenen Wohlfühloase im heimischen Garten? Wir verwirklichen diesen Traum für Sie. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Gestaltung Ihres Gartens geht. Von Pflanzen über Stein und Holz bis hin zu Wasseranlagen. Wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum. Vereinbaren Sie einen Termin. Paul Saum, www.saum.de. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Wir sind Einrichtungsberater, Kaffeetafeldekorateure, Besteckexperten, Atmosphärenzauberer, Tischauffrischer, Frühstückstischbestücker, Herzschlagbeschleuniger, Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit. All das können Fenster und Türen in Ihrem Haus bieten. Und das sieht auch gut aus, denn Fenster sind die Augen eines Hauses. Wir beraten Sie gern in unserer Ausstellung. Schäfer Fenster und Türen aus Markdorf. Informieren Sie sich jetzt unter www.schäfer-markdorf.de. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Ich persönlich gehöre zu den Kaffee-Junkies. Vor ungefähr einem halben Jahr musste ich mir eine neue Maschine kaufen und stand im Laden vor einem Regal mit gefühlten 200 Maschinen. Für mich nun die entscheidende Frage, welches ist die richtige Maschine für mich, wenn ich am Morgen nur einen schwarzen Kaffee trinken will? Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Viele können nicht ohne, ob zum Frühstück, im Job oder zwischendurch. Kaffee schmeckt und ist bei den meisten fester Bestandteil des täglichen Lebens. Durchschnittlich konsumiert jeder Deutsche knapp 5 Kilo Kaffee pro Jahr. Das entspricht rund 2 Tassen am Tag. Kaffee ist damit noch vor Bier das beliebteste Getränk in Deutschland. Für den optimalen Kaffeegenuss zu Hause gibt es eine breite Auswahl von Kaffeemaschinen. Es fängt schon an mit dem Pumpendruck, geht von 1 bis 19, je nachdem, welche Kaffeesorten man trinken möchte. Es gibt Filtermaschinen, Padmaschinen, Kapselmaschinen, Espresso-Vollautomaten und Siebträger.
Was darf es also sein? Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie zwei wichtige Fragen klären. Wie viele Tassen Kaffee trinken Sie im Schnitt pro Tag? Und wie viel Zeit wollen Sie pro Tasse aufwenden? Hier gibt es deutliche Unterschiede, welche Maschine die richtige für Ihren Bedarf ist. Es kommt eben natürlich immer darauf an, schon wie du gesagt hast, wie viel Kaffee jemand trinken möchte. Dazu gibt es entweder die Kapsel- oder die Pet-Maschinen für wenig Kaffeetrinker und für die, die viel Kaffee trinken, natürlich die Kaffeevollautomaten. Und warum sollten heute nicht auch Kaffeevollautomaten über eine App steuerbar sein? Richtig, aus diesem Grund haben die Hersteller auch hier etwas auf den Markt gebracht. Entscheidend für guten Kaffee sind aber nicht nur Technik und Preis. Also der Preis von der Maschine gar nicht. Es ist immer der Preis von den Bohnen, Kapseln oder Pads, die man der Maschine dann als Futter sozusagen gibt. Wer also gerne und viel Kaffee trinkt, sollte sich beim Kauf einer Maschine für zu Hause gut beraten lassen. Denn um nochmal die Menge des Kaffeekonsums zu verdeutlichen, weltweit werden täglich mehr als 1,4 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Damit gehört Kaffee zweifellos zu den beliebtesten Getränken der heutigen Zeit. Und dann sollte er auf jeden Fall auch schmecken. Bei den Temperaturen in den vergangenen Wochen kann man kaum glauben, dass in ein paar Wochen schon Weihnachten ist. Doch eines ist sicher, Weihnachten kommt. Deswegen gibt es bei uns heute schon die Dekotrends 2015. Jedes Jahr aufs Neue überkommt er uns wieder, der Dekorationsrausch zur Advents- und Weihnachtszeit. Und während die einen jedes Jahr aufs Neue zum immer gleichen traditionell klassischen Schmuck greifen, sind die anderen jedes Jahr aufs Neue auf der Suche nach frischem Style in der Wohnung. 2015 gehört das zu den absoluten Trends bei der Advents- und Weihnachtsdeko. Natürlich ist erlaubt, was gefällt, aber der Trend geht eindeutig in nordischer Style. Also nordischer Style heißt weiß mit Silber. Oder was man hier ja mal im Hintergrund dann sieht, ist einfach unser Wohlfühlfaktor, also angelehnt an Natur. Man holt sich den Wald ins Wohnzimmer. Passend dazu ist ein weiterer Trend auch in dieser Adventszeit nicht wegzudenken. Der Dekohirsch bleibt beliebtes Accessoire, ob als Figur oder aufs Kissen gestempelt. Wer es nicht unbedingt trendy will, dafür aber gemütlich und stimmungsvoll, für den haben unsere Experten noch ein paar weitere Dekorationstipps. Lichteffekte sind ein großes Thema. Man kann mit Beleuchtung wirklich Schalen, Kugeln, Adventskränze in Szene setzen und die haben dann einfach einen absoluten Zauber. Hier ein großes Thema, man sieht es auch hier jetzt auf dem Tisch. Ansonsten mit Felle. Man kann mit Felle, ob auf dem Tisch oder auf dem Sofa, einfach Kuschelfaktor in ein Wohnzimmer zaubern. Dekoration ist immer auch eine Sache des persönlichen Geschmacks. Woran allerdings fast niemand zur Adventszeit vorbeikommt, ist der Adventskranz. Auch der darf 2015 etwas ausgefallener sein. Man kennt den Adventskranz ja mit reisig, rund, mit vier roten Kerzen drauf. Das ist so der Klassiker. Natürlich möchte man nicht jedes Jahr einen gleichen Adventskranz haben. Man möchte da variieren. Und dieses Jahr haben wir ganz neue Sachen, gerade viel mit Holz, also auch Schwemmholz oder Metall. Metall in Gold und Silber. Und absolute Highlight ist dieses Jahr Stroh in Gold und Silber. Und kann man gut mit Kerzen bestücken und da hat man einfach mal ein ganz besonderes Highlight. Ob also das klassische Rot-Gold-Grün, die Tradition leicht abgewandelt oder ganz außergewöhnlich und trendy, die Dekoration bleibt jedem selbst überlassen. Schließlich soll sich zur Weihnachtszeit jeder vor allem eines, zu Hause wohlfühlen. Und mit diesen weihnachtlichen Bildern verabschieden wir uns aus der aktuellen Sendung. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema: Wie machen Sie Ihr Haus und Ihr Dach winterfest? Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.